Blick zur Uhr. 19.32 Uhr. Und heute haben wir den 14. September. Guten Abend, meine Damen und Herren. Diese Uhr stammt aus dem Jahre 1929. Aber die internationale Funkausstellung, die gestern endete in Berlin, war natürlich die Funkausstellung 1981. Jeden Tag zwischen 17.32 Uhr und ein paar zerquetschten und 19.52 Uhr präsentierten wir Ihnen vier Titel. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, am Freitag waren es drei, also 19 Titel. Und wir fragten Sie, unsere Zuschauer, die TED angeschlossen waren, was soll denn wiederkommen? Und wir fragten außerdem die Zuschauer im Saal in Berlin in der Halle 5 bei der internationalen Funkausstellung. Wir hatten fünf Tagessieger, wir hatten den besten Titel, die beste Interpretin von dem zweiten und wir hatten außerdem von Hans Rosenthals Wettbewerb, Sie texten, wir spielen einen, der auch heute dabei sein wird. Mit anderen Worten, Überschrift für alles das, was wir heute präsentieren, ZDF, Ihr Programm. Die Startnummer 8. Nun, da könnte man einmal wiederkommen. Die ersten beiden können das nicht, denn sie waren dreimal dabei. Er bekommt also schon wieder Gold mit der goldenen Stimme. Du bist da für mich, er ist da für Sie. Bitte nicht mehr wieder wählen. Ich höre gerade hier vorne von Frank Zander, La Carello. Karel Gott! Du bist ganz anders als alle die anderen, die ich einmal kannte vor dir. Denn du verstehst mich auch ohne viel Worte, ich weiß, dass ich dich nie verliere. Wenn es mir gut geht, wird's mit dir noch schöner, so schön, wie es früher nie war. Und wenn ich traurig bin, muss ich nichts sagen, dann bist du mir unendlich nah. Du bist da für mich und schenkst mir deine Zärtlichkeit. Du bist da für mich am Tag und in der Dunkelheit. Du bist da für mich und nimmst mir meine Traurigkeit. Du bist da für mich und hältst zu mir für alle Zeit. Du findest immer die richtigen Worte, und das, was du sagst, ist auch wahr. Ich weiß genau, du verzeihst mir auch Fehler, die Liebe ist nie in Gefahr. Manchmal ergehst du, weil ich dich enttäuscht hab, doch du gehst niemals zu weit. Und wenn's drauf ankommt, zusammen zu kämpfen, dann bist du zu allem bereit. Du bist da für mich und schenkst mir deine Zärtlichkeit. Du bist da für mich am Tag und in der Dunkelheit. Du bist da für mich und nimmst mir meine Traurigkeit. Du bist da für mich und hörst zu mir für alle Zeit. Manchmal erwach ich aus schrecklichen Träumen, spüre mein Herz schlägt ganz laut. In diesen Stunden brauch ich deine Liebe, damit ich den Träumen nicht glaub. Denn du bist da für mich und schenkst mir deine Zärtlichkeit. Du bist da für mich am Tag und in der Dunkelheit. Du bist da für mich und nimmst mir meine Traurigkeit. Du bist da für mich und hörst zu mir für alle Zeit. Du bist da. Du bist da. Er war da. Er war dreimal da. Karel Gott. Und sein Titel, dafür eine goldene 3. Du bist zum fünften Mal dreimal dabei gewesen, ja, nicht? Zum fünften Mal, aber in 13 Jahren.
Nein. In drei, also fünfmal, dreimal dabei, ist eine ganze Menge. Karel, wir sehen dich auch wieder, hoffentlich bald bei uns in Berlin. Aber zwischendurch sehen wir dich wieder Ende Oktober in einer Sendung, die heißt Scusi. Scusi, wo liegt Belcanto? Das ist ein Fernsehfilm. Da spiele ich einen Sänger, einen Schlagersänger, der nach Italien fährt und ist auf der Suche nach berühmten italienischen Belcanto. Da singe ich die neapolitanische klassische Volkslieder. Was zum Beispiel? Etwa O Sole Mio, Corengra. O Sole Mio. Das, meine Damen und Herren, war die Programmvorschau im ZDF für den Oktober. Dankeschön, lieber Karel. Dankeschön. So, meine Damen und Herren. Und weiter mit Karel Gott, Ihre Nummer 2. Du bist da für mich und schenkst mir deine Zähne. Samstag, 19. April, 19.30 Uhr und 48 Sekunden. Hier ist zum 69. Mal Berlin und zum 69. Mal begrüßen wir Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren zu Hause, sehr herzlich zu Ihrer deutschen Hitparade. Und dieses herzliche Willkommen, meine Damen und Herren, gilt nicht nur Ihnen zu Hause, sondern genauso Ihnen im Studio 3. Der Berliner Union Film. Wir freuen uns, dass Sie alle da sind. Zum 69. Mal, meine Damen und Herren, wurden insgesamt 3000 Karten ausgezählt. So glaubten wir jedenfalls, weil 3000 Juroren jeweils eine Karte bekommen. Dazu kommen wir etwas später noch einmal für diejenigen, die es heute Abend zum ersten Mal vielleicht hören sollten und sagen sollen, wie kriegt man eine solche Karte. Diesmal kamen von den 3000 leider nur 2831 Karten zurück, aber diese Karten wurden ausgewertet. Nummer 8, meine Damen und Herren, ein Interpret, von dem sicherlich viele gesagt haben, er war bei der ersten Sendung dabei, er ist eigentlich viel zu lange nicht in Berlin gewesen. Andere werden gesagt haben, er ist viel, viel zu lange nicht in Berlin gewesen, aber wir freuen uns, dass er nun nach langer Zeit wieder bei uns ist. Mit dem Titel Rosa, Rosa, Rosa. Rainer, fahr ab. Karel Gott. Oh, Rosa, Rosa, du bist mein Ideal. Oh, Rosa, Rosa, weißt du noch, in der Schule fing es an. Es war so schön, dass ich mich noch gut daran erinnern kann. An einem warmen Sommertag, da hatten wir schon früher Schluss. Am Weg nach Haus geschah es dann, da gab ich dir den ersten Kuss. Ja, 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 Rosa, 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 du bist mein Ideal. Ich finde deine Liebe ganz einfach voll. Weich wie Bienenwachs, eine Kerze aus Sterin. Wenn erst das Licht der Liebe brennt, schmilzt es hoffnungslos dahin. Da schmiegst du dich an meine Brust und alles ist so wunderschön. Und machst verträumt die Augen zu, um mit mir das Glück zu sehen. Ja, 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 Rosa, 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 du bist mein Ideal. Ich finde deine Liebe ganz einfach kolossal. Oh, Rosa, Rosa, du bist mein Ideal. Nun bist du 30 Jahre alt und wiegst 160 Pfund. Deine Figur ist heute schon stellenweise kugelrund. Das ist mir alles so egal, denn ich kenn jedes Pfund von dir. Dein Herz wiegt mehr als die Figur und das gehört alleine mir. Ja, 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 Rosa, 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 du bist mein.
rosa, du bist mein Ideal. Wer das Ideal sein wird, meine Damen und Herren, das entscheiden diejenigen, die eine Stimmkarte bekommen haben. Bitte senden Sie diese zurück bis zum kommenden Freitag. Von der Heimat her gesehen bleiben wir ganz, ganz kurz entfernt von der Heimat von Karel, nämlich von der CSSR. Dort liegt Jugoslawien. Von dort kommt zu uns ein... Ach, das ist Rosa Rosa und das ist Karel Gotz. Ja, 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 Rosa, 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 Rosa. Und nach Karel Gotz, die Stadt. Hier ist Berlin. Guten Abend. Herzlichen Dank. Willkommen, meine Damen und Herren, im Studio 1 der Berliner Union Film. Willkommen auch zu Hause zur 170. Ausgabe Ihrer Hitparade im ZDF. Dieser Strandkorb war das letzte Bild in der letzten Sendung, da saß ich gemütlich am Schluss da drin. Heute beginnen wir wieder mit dem dritten Platz. Die Spieler beginnen wollen wir mit einem Weltenbummler, mit einem Weltreisenden in Sachen Musik. Ob Nord, ob Süd, ob Ost, ob West, er ist überall zu Hause und überall gleichsam beliebt. Mit der Endziffer 6, und Sie merken es am Applaus, ob gleich nicht wissen, wer jetzt kommt. Mit der Endziffer 6, du bist der Adler, ich der Wind, und das ist ihr und unser Karel Gotz, Endziffer 6. Du bist das Ufer, ich der Fluss, mein Begleiter durch die Zeit bis zum Meer der Ewigkeit. Du bist der Morgen, ich der Tag, der mit dir nur neu beginnt. Ich bin der Adler, du der Wind. Nur bei dir spür ich, was Freiheit ist. Du allein, du kannst mir Frieden. Der Himmel, ich das Blau, zwei, die nicht zu trennen sind. Ich bin der Adler, du der Wind. Nur bei dir spür ich, was Freiheit ist. Du allein, du kannst mir Flügel. Der Felsen in der Nacht, wenn die Flügel müde sind, ich bin der Adler, du der Wind. Ich der Fluss, mein Begleiter, durch die Zeit, bis zum Meer der Ewigkeit. Du bist die Flamme, ich die Glut, die dich neu zum Brennen bringt. Ich bin der Adler, du der Wind. Gott war das mit der Endziffer 6. Endziffer 6. Ich bin der Adler. Du bist der Wind. Er ist Karel Gott und trägt die Endziffer 6. Ich der Tag, der mit dir mal beginnt. Ich bin der Adler, du der Wind. Samstag, 13. März, 19 Uhr, 31 Minuten und 16 Sekunden. Guten Abend, meine Damen und Herren, zu Hause. Herzlich willkommen zu Ihrer 79. Ausgabe der Deutschen Hitparade.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen in einem Studio 3. Der Berliner Union-Film, das gleiche. Herzlich willkommen zum 79. Mal. Es lag eine lange Zeit dazwischen. Olympia hat uns den Monat Februar weggenommen. Aber ich bin sicher, Sie, meine Damen und Herren, waren genauso sportbegeistert wie alle anderen, die davor gehangen haben vor den Bildschirmen und gesagt haben, wir drücken die Daumen für Gold, Silber und Bronze. Wir sind wieder da. Uns hat Berlin gefehlt. Wir hoffen ein kleines bisschen, dass wir auch Ihnen gefehlt haben. So zum Beispiel schreibt jemand, liebes Hitparadenteam, uns fehlt sehr Ihre Sendung. Hiermit grüßen wir Sie aus Charleston in den USA. Besatzung der Fregatte Braunschweig, Deck 10, PO. Wir grüßen zurück, falls Sie wieder im Heimathafen gelandet sein sollten. Im Heimathafen des Schlagers, meine Damen und Herren, gelandet ist zum Beispiel... Der Mittelstand Nummer 7 aus der goldenen Stadt aus Prag kommt ein Interpret zu uns, den wir immer wieder gerne in Berlin sehen. Ich bin sicher, auch Sie zu Hause. Das ist Ihr und unser Karel Gott mit dem Titel... Mit dem Titel, wie der Teufel es will. Die Startnummer 7. Ein Engel kann nicht schöner sein, doch werde ich so, wie ich erst einmal kenn. Er merkt, wenn dich der Teufel reitet, bist du erst in deinem Element. Du gehst mit anderen Freunden aus und rufst um viel bei mir zu Hause an. Du weißt, dass ich vor Eifersucht den Rest der Nacht nicht weiter schlafen kann. Ah, wie der Teufel es will, ich bin so verliebt. Maria Maddalena, ich hab niemals geglaubt, dass es so was gibt. Maria Maddalena, ah, wie der Teufel es will, du bist ganz mein Glück. Maria Maddalena, alles an dir, einfach alles an dir. Du hast, die hat ansonsten nur ein wirklich großer Star. Was du von mir am Abend hörst, ist morgens noch ganz unberechenbar. Und weil du so ganz anders bist als alle anderen Mädchen auf der Welt, hab ich mich notgedrungen mittlerweile auf den Zufall eingestellt. Nur wie der Teufel es will, ich bin so verliebt. Maria Maddalena, ich hab niemals geglaubt, dass es sowas gibt. Maria Maddalena, na wie der Teufel es will, du bist ganz mein Ding. Maria Maddalena, alles an dir, einfach alles an dir. Der Teufel es will, das ist die 7. Wie der Teufel es will, ich bin so verliebt. Hier ist das ZDF Berlin. 19 Uhr, 30 Minuten und 55 Sekunden. Herzlich willkommen im Studio 1 der Berliner Union Film zur Hitparade im ZDF. Guten Abend. Ich bedanke mich. Herzlichen Dank. Dann, meine Damen und Herren, willkommen zur 135. Wir haben 10 Interpreten heute zum ersten Mal bei der 135. dass sie eine völlig freie Auswahl haben, denn alle 10 könnten wiederkommen auf den ersten 3 Plätzen. Das merken Sie daran, hat sich etwas verändert. Neuvorstellung in alphabetischer Reihenfolge. Ich bin gespannt, was Sie getippt haben. Wer nun recht behalten hat, Vater, Mutter, Bruder, Schwester, Onkel, Tante, Oma oder Opa, wer auch immer am Fernsehgerät gesessen hat, ob die ersten 3 bei Ihnen zu Hause stimmen. Nehmen Sie rechtzeitig Ihren Zettel raus von der letzten Sendung zur heutigen, was sich getan hat. In alphabetischer Reihenfolge die Neuvorstellungen. Anne Karin, Gabi Baginski, Benny, Gitte, Karel Gott, Michael Holm,
und Juliane Werding. Das sind sie, die Neuen, die drei Ersten, wie gesagt, später. Lassen Sie uns beginnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, mit der Startnummer 5. Mit einem Mann, bei dem man sicherlich abends bei allen Tourneen sagt, wenn ich dich, wenn wir dich nicht kennen. Die Neueste von Karel Gott, die goldene Stimme aus Prag, mit der 5. Guten Morgen, Sonnenschein, dieser Tag wird herrlich sein, so wie jeder Tag, an dem du bei mir bist. Du baust uns ein warmes Nest, wo sich gut leben lässt, weil die Freude hier bei dir zu Hause ist. Wenn ich dich nicht hätte, wäre mein Leben halb so schön. Wenn ich dich nicht hätte, müsste ich auf die Suche gehen, um die Wärme und das Glück zu finden, das ich fand bei dir. Doch ich muss nicht suchen, denn du bist ja hier. Du bist Engel und bist Clown, und ich kann dir blind vertrauen. Du bist bei mir, wenn mir mal zum Weinen ist. Immer heiter wie ein Kind, doch nie launisch wie der Wind. Und was immer du auch tust, dein süß Gebiet. Wenn ich dich nicht hätte, wär ich nur die Hälfte wär. Denn mit dir hat das Alleinsein endlich aufgehört. Und man müsste dich ganz schnell erfinden, wenn's dich nicht schon gäbe. Das Leben macht allein keinen Spaß. Jeder braucht jemand, der ihn mag. Wenn du den einen findest, der zu dir passt, schenk ihm die Liebe jeden Tag. Wenn ich dich nicht hätte, wär mein Leben halb so schön. Wenn ich dich nicht hätte. Das war Karel Gott mit der Startnummer 5. Weiterhin toi 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 für die Tournee, Karel. Vielleicht bis zum nächsten Mal am 15. Karel Gott trug die Startnummer 5 mit Wenn ich dich nicht hätte, die 5. Wenn ich dich nicht hätte, wäre mein Leben halb so schön. Und die 4, die... Das zweite deutsche Fernsehen präsentiert Ihnen Ausgabe Nummer 1 der Hitsparade. Am Mikrofon Ihr Dieter Thomas Heck. Guten Abend. Es geht weiter mit einem Titel, den Sie ganz, ganz sicher kennen. Der Film lief, man könnte fast sagen, jahrelang. Ein Titel Dr. Chivago, Lara Theme, auf dem deutschen Markt bekannt durch Karel Gott, unser sympathischer Freund aus der Tschechoslowakei, mit dem Titel Weißt du, wohin? Nummer 6, Karel Gott. Weißt du, wohin die Träume allen fliehen, die unerfüllt
an dir vorüberziehen. Weißt du, wohin mein Herz auf Reisen geht, wenn immerzu es sich nach Liebe sehnt zu dir, denn da nur will ich sein zu dir, aber ich bin allein. Rot wie der Mond war dein Mund, rein wie der Schnee war dein Blick, rauschende Wälder, wiehende Felder bringt mir mein Glück einmal zurück. Zu dir, denn da nur will ich sein, zu aber ich bin allein. Weißt du, wohin mein Herz aufreisen geht, wenn immerzu es sich nach Liebe sehnt? Räume lass nie zu Ende gehen, so lang, bis wir uns wiedersehen. So lang, bis wir uns wiedersehen. Das war Karel Gott mit dem Titel Weißt du wohin? Und meine Damen und Herren, ich möchte Sie noch einmal daran erinnern, es liegt an Ihnen, ob Sie ihn wiedersehen. Es war für Sie auf jeden Fall die Startnummer 6. Karel Gott, Weißt du wohin? 6, Weißt du wohin? Und Karel Gott, die 6. Wohin die Träume anziehen, an mir vorüberziehen. Das war ihr, unser sympathischer Freund aus der Tschechoslowakei, Karel Gott, die 6. Und hier ist sie, ihre deutsche Hitparade. Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend. Herzlichen Dank. Danke. Herzlichen Dank. Guten Abend, meine Damen und Herren zu Hause. Guten Abend allen im Studio 3. Der Berliner Union Film, herzlich willkommen zur 109. Ausgabe. Wir haben heute etwas Neues. Wir haben heute 21 Titel, 10 davon präsentieren wir Ihnen. Denn ein Interpret kam von 0 auf 21, schoss ganz nach oben. Vielleicht wird er das nächste Mal vorne liegen bei unserer nächsten Sendung, bei der 110. am 16. Oktober. Wir haben gesagt, wir müssen den 21. heute ganz einfach mitnehmen. Ein Interpret, der in der CSSR zu Hause ist, in der goldenen Stadt Prag. Er besingt ein Mädchen aus Athen, das genauso gut in Moskau leben kann wie in London, in Hamburg oder in New York. Das Mädchen aus Athen, gesungen von Karel Gott. Sie wohnt mit ihrer Familie im Hinterhaus. Manchmal am Abend geht sie in die Stadt hinaus. Fremde Welt, grelles Licht, zeichnen Angst in ihr Gesicht. Aber da hört sie von fern, die Musik erklingt. Da gibt es Freunde, man lacht und man tanzt und singt. Wie im Traum tritt sie ein.
das Mädchen aus Athen. Will gar nicht wieder nach Hause gehen. Tanze mit dir und sie will sich bestimmt mit dir verstehen. Das Mädchen aus Athen. Mädchen aus Athen will gar nicht wieder nach Hause gehen. Tanze mit ihr und sie will sich bestimmt mit dir verstehen. Das Mädchen aus Athen. Tanze mit ihr und sie will sich bestimmt mit dir verstehen. Das Mädchen aus Athen. Das war der 21. Platz und das von Null. Der Junge aus Prag mit dem Titel Das Mädchen aus Athen. Von Null auf den 7. Platz kam ein Mann, der eigentlich zum Showgeschäft Europas dazugehört, einer der Entertainer Europas überhaupt. Er war das letzte Mal mit diesem Titel, den Sie heute zum ersten Mal bei uns hören, bei unserem Freund Wim Tölke in der Sendung Im Großen Preis. Da war er zusammen mit seiner Großmutter. Er nennt sie in seiner Heimat nicht Großmutter, sondern Babitschka. Und die Babitschka kam von Null auf den 7. Platz. Shootingstar ist Karel Gott. Als wir Kinder waren, sind wir oft gefahren, oben auf dem Wagen mit dem Heu. Und bei uns war immer Babitschka, herrliche Geschichten konnte sie berichten, und für uns war es immer wieder neu. Alle Kinder liebten Babitschka. Singen, kochen, tanzen, lachen, glücklich machen, das war Babitschka. Pferde stehlen, Äpfel schälen und erzählen, das war Babitschka. Sie hat uns getröstet in der Nacht und gut ins Bett gebracht. Wir liebten sie und spielten gern mit uns. Wenn wir sie besuchten, roch es schon nach Kuchen. Wir probierten heimlich Erdbeerwein. Und dann wurde uns so schlecht davon. Singen, kochen, tanzen, lachen, glücklich machen, das war Babitschka. Pferde stehlen, Äpfel schälen und erzählen, das war Babitschka. Sie hat uns getröstet in der Nacht und gut ins Bett gebracht. Wir liebten sie und spielten gern mit unserer Babitschka. Ich seh's noch wie heute, die Glocken läuten in der kleinen Kirche gleich beim Haus. Alle weinten wir um Babitschka. Sie hat für ein Leben nie kein beigegeben. Einer nur war stärker noch als sie. Und der holte unsere Babitschka. Singen, kochen, tanzen, lachen, glücklich machen, das war Babitschka. Pferde stehlen, Äpfel schälen und erzählen, das war Babitschka. Sie hat uns getröstet in der Nacht. Das war der Titel, der von Null auf den 7. Platz kam.
Und damit der Shootingstar dieser Ausgabe wurde Karel Gott aus der GSSR. Wenn eben ein Fan kam und ihm die Babitschka überreichte, so war das ganz sicher zauberhaft. Es gibt aber auch Sendungen, wo sowas vorher geprobt wird, im Gegensatz zu uns. Wir wissen nicht, was da meint. Samstag, 17. Mai, 19.30 Minuten und 55 Sekunden. Hier ist Berlin. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur 70. Ausgabe Ihrer deutschen Hitparade. Guten Abend. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren zu Hause. Guten Abend Ihnen allen im Studio 3. Der Berliner Union-Film, 70 Mal ist fast ein Jubiläum. Zum siebten Mal haben wir eine Null und ich erinnere es noch ganz genau, wie wir das erste Mal die allererste Null hatten, nämlich die 10. Sendung, haben wir alle gesagt, wie das wohl weitergeht, ob wir irgendwann zur 50. kommen. Wir sind zur 50. heute bei der 70. Sendung, meine Damen und Herren. Wenn Sie jetzt eben gesagt haben, weil ich von der Null sprach, da sind ja auch manchmal Nullen dabei. Natürlich. Völlig richtig. Aber meine Damen und Herren, bitte haben Sie Verständnis dafür, dass man in einer solchen Sendung, die 12-mal im Jahr 11 Interpreten präsentieren muss, auch hin und wieder jemanden dabei hat, der Ihnen vielleicht nicht gefällt. Aber auf jeden Fall geben wir jedem eine Chance. Und ich hoffe, dass Sie das auch ein bisschen mitempfinden und ein bisschen mitzittern mit Interpreten, die zum ersten Mal dabei sind. Ganz sicher nicht zum ersten Mal in einer Fernsehshow, und das nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt, ist ein Interpret, der sich platziert hat, von Null auf den vierten Platz wieder dabei ist. Er stammt aus der GSSR, die goldene Stimme aus Prag, Karel Gott mit Rosa Rosa von 0 auf 4 und damit Startnummer 1, Karel Gott. Rosa, weißt du noch, in der Schule fing es an. Es war so schön, dass ich mich noch gut daran erinnern kann. An einem warmen Sommertag, da hatten wir schon früher Schluss. Am Weg nach Haus geschah es dann, da gab ich dir den ersten Kuss. Ja, 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 Rosa, 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 du bist mein Ideal. Ich finde deine Liebe ganz einfach kolossal. Oh, Rosa, Rosa, du bist mein Ideal. Dein Herz ist weich. Eine Kerze aus Sterin, wenn erst das Licht der Liebe brennt, schmilzt es hoffnungslos dahin. Da schmiegst du dich an meine Brust und alles ist so wunderschön und machst verträumt die Augen zu, um mit mir das Glück zu sehen. Ja, 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 Rosa, Rosa, Rosa. Pfund. Deine Figur ist heute schon stellenweise kugelrund. Das ist mir alles so egal, denn ich kenn jedes Pfund von dir. Dein Herz wiegt mehr als die Figur und das gehört alleine mir. Ja, ja.
Staffel Nummer 1 und damit vierter Platz. Das war Karel Gott. Meine Damen und Herren, alles das, was sich da oben jetzt gerade noch abspielt, das kennen Sie. Verabschiedung von einem heißgeliebten Interpreten. Dass ich von dieser Seite komme, ist eigentlich sehr selten. Aber aus diesem Tor, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, wir kommen zum Schnelldurchlauf wie immer. Start Nummer 1 und damit von 0 auf 4 eine Chance für den 14. Juni. Rosa, Rosa und Karel Gott. Ja, 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 Rosa, 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 Rosa. Weiter mit der Stadt. Hier ist Berlin. 19 Uhr, 31 Minuten und 16 Sekunden. Guten Abend, meine Damen und Herren. Dankeschön, herzlichen Dank. Guten Abend zu Hause. Willkommen zur 143. Ausgabe. Austragungsort Berliner Union Film, Studio 1. 143. Ausgabe der Hitparade. 7 neue, 3 Spitzenreiter. Wer vorne liegt, werden Sie ganz genau wissen, um 20 Uhr und 15 Minuten. Wer Spitzenreiter ist, wer Zweiter ist und wer Dritter ist. Wer neu dabei ist, sage ich Ihnen jetzt, in umgekehrter Reihenfolge des Alphabetes, heute Abend dabei, Erik Silvester, Heino, Hanne Haller, Karel Gott, Gitte, Genghis Khan, das sind 6 Titel. Wir kommen zur Startnummer 4, zum vierten Neuvorschlag. Du bist da für mich. Heute Nacht wird er für seine Kollegen da sein, denn er feiert in Berlin seinen Geburtstag. Karel Gott mit der Startnummer 4. Du bist ganz anders als alle die anderen, die ich einmal kannte vor dir. Denn du verstehst mich auch ohne viel Worte, weißt, dass ich dich nie verliere. Wenn es mir gut geht, wird's mit dir noch schöner, so schön wie es früher nie war. Und wenn ich traurig bin, muss ich nichts sagen, dann bist du mir unendlich nah. Du bist da für mich und schenkst mir deine Zärtlichkeit. Du bist da für mich am Tag und in der Dunkelheit. Du bist da für mich und nimmst mir meine Traurigkeit. Du bist da für mich und hältst zu mir für alle Zeit. Du findest immer die richtigen Worte, und das, was du sagst, ist auch wahr. Ich weiß genau, du verzeihst mir auch Fehler, die Liebe ist nie in Gefahr. Manchmal gehst du, weil ich dich enttäuscht hab, und doch, du gehst niemals zu weit. Und wenn's drauf ankommt, zusammen zu kämpfen, dann bist du zu allem bereit. Du bist da für mich und schenkst mir deine Zärtlichkeit. Du bist da für mich am Tag und in der Dunkelheit. Du bist da für mich und nimmst mir meine Traurigkeit. Du bist da für mich und hältst zu mir für alle Zeit. Manchmal erwache ich aus schrecklichen Träumen und spüre, mein Herz schlägt ganz laut. In diesen Stunden brauch ich deine Liebe, damit ich den Träumen nicht glaub. Denn du bist da für mich und schenkst mir deine Zärtlichkeit. Du bist da für mich. Zu mir viel.
goldene Stimme, was? Das war, ich habe vorher gefragt, das war das hohe B. Eins vor dem strahlenden C. Aber auch das würde er bringen, wenn er ein Klavier hat. Das haben wir natürlich jetzt nicht hier. Vielleicht kommen wir irgendwann mal dazu. Du bist da für mich, er war da für sie. Karel Gott mit der 4. Du bist da für mich und schenkst mir deine Zähne. Samstag, 10. April, 19 Uhr, 31 Minuten und 16 Sekunden. Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zum 80. Mal in Berlin. Herzlich willkommen zu Ihrer 80. Hitparade im ZDF. Zum 80. Mal, meine sehr verehrten Damen und Herren, zittern die neu vorgestellt werden, vor dem Augenblick, ob sie wiedergewählt werden, freuen sich diejenigen, die wiedergewählt wurden. Und wir hoffen, dass Sie zu Hause sich freuen, zum 80. Mal in Berlin dabei zu sein, wenn es darum geht, Schlagerlorbeeren zu ernten. Wie immer, Austragungsort Studio 3, Berliner Unionfilm. Start Nummer 1, 4. Platz, Karel Gott, wenn der Teufel es will. Ein Engel kann ich schere sein, doch wär ich so, wie ich erst einmal kennt. Er merkt, wenn dich der Teufel reitet, bist du erst in deinem Element. Du gehst mit anderen Freunden aus und rufst und geh bei mir zu Hause an. Du weißt, dass ich vor Eifersucht den Rest der Nacht nicht weiter schlafen kann. Hab ihr der Teufel es will, ich bin so verliebt. Maria Maddalena, ich hab niemals so drauf, dass es sowas gibt. Maria Maddalena, wie der Teufel es will, du bist ganz mein Typ. Maria Maddalena, alles an dir, einfach alles an dir, pass so gut zu mir. Die Launen, die du hast, die hat ansonsten nur ein wirklich großer Star. Was du von mir am Abend willst, ist morgens noch ganz unberechenbar. Und weil du so ganz anders bist als alle anderen Mädchen auf der Welt, hab ich mich notgedrungen mittlerweile auf den Zufall eingestellt. Wie der Teufel es will, ich bin so verliebt. Maria Maddalena, ich hab niemals geglaubt, dass es so was gibt. Platz. Ihr und unser Karel Gott, wie der Teufel es will. Und Musik ist Trumpf, eine Sendung vom ZDF am kommenden Ostersamstag aus der Dortmunder Westfalenhalle. In der Berliner Unionfilm im Studio 3 geht zum 80. Mal Ihre Hitparade dem Ende entgegen. Schnell Durchlauf. Start Nummer 1, Karel Gott, wie der Teufel es will. Wie der Teufel es will, ich bin so verliebt. Weiter in der Start Nummer 2. Hier ist das ZDF in Berlin. Blick zur 19 Uhr, 30 Minuten und 59 Sekunden. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Studio 1 der Berliner Unionfilm. Und wir, meine Damen und Herren, sind mit der 151. Ausgabe der Hitparade auch schon abgehauen. Und zwar genau die Titellänge von Tom Forster. Weiter mit der Startnummer 2. Du bist da für mich. Mit dem Titel war er für Sie dreimal da. Er bekam Gold dafür und Sie merken, am Applaus in Berlin, den Jungen, den kennt man.
die Fernsehlotterie-Melodie 1982. Aus der goldenen Stadt die goldene Stimme. Karel Gott und die Sonne wird wieder scheinen. Die zwei. Heute fühlst du dich so allein. Du vermisst den Sonnenschein, weil du nur im Schatten stehst und das Glück der anderen siehst. Du glaubst, dass dich niemand mag, doch für dich kommt auch der Tag, wo es heißt, der Letzte wird der Erste sein. Und die Sonne wird wieder scheinen und der Himmel ist wieder blau, denn ein gibt's immer wieder, wenn du ganz fest daran glaubst. Ja, die Sonne wird wieder scheinen für die Großen und für die Kleinen, und die Traurigkeit wird vergehen, es kann schon bald geschehen. Und der Kranke wird gesund und der graue Tag wird bunt, der Kleine wird ganz groß und wer Pech hat, findet Trost. Es vergeht die Einsamkeit und ein Freund hat für dich Zeit, denn das Leben hält noch viel für dich bereit. Und die Sonne wird wieder scheinen und der Himmel ist wieder blau, denn ein Wunder immer wieder, wenn du ganz fest daran glaubst. Ja, die Sonne wird wieder scheinen für die Großen und für die Kleinen, und die Traurigkeit wird vergehen, es kann schon bald Das war die Stall Nummer 2, Karel Gott. Und die Sonne wird wieder scheinen. Ohne dich bin ich. Das war die 3 und die Sonne wird wieder scheinen. Die 2, Karel Gott. Und die 4, 19 Uhr, ZDF Berlin. 19 Uhr 31 Minuten und 16 Sekunden. Herzlich willkommen im Studio 1 der Berliner Union Film zur Hitparade im ZDF. Herzlichen Dank. Dankeschön, meine Damen und Herren. Das ist zauberhaft. Ich danke Ihnen. Grüß Gott. Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend, liebe Kinder. Herzlich willkommen zur 136. Hitparade im ZDF. Quersumme wäre 10. 10 Interpreten haben wir heute Abend zu bieten. 10 Titel haben wir zu bieten. 7 wurden neu ausgesucht. In alphabetischer Reihenfolge stelle ich Ihnen gleich die Interpreten vor. Und später sage ich Ihnen, wer das ausgesucht hat. So, meine Damen und Herren, wir kommen zum zweiten. Er hat seine Tournee gerade beendet. Aber traditionell, wie jedes Jahr, wird er auch dieses Jahr ein Weihnachtskonzert in seiner Heimatstadt in Prag geben, in der Goldenen Stadt Prag, im Luzerner Saal am Wenzelsplatz. Das reicht fast schon, wenn man das sagt. Von 0 auf 2, wenn ich dich nicht hätte. Karel Gott, Stadt Nummer 9. Guten Morgen, Sonnenschein, dieser Tag wird herrlich sein, so wie jeder Tag, an dem du bei mir bist. Du baust uns ein warmes Nest, wo sich
leben lässt, weil die Freude hier bei dir zu Hause ist. Wenn ich dich nicht hätte, wäre mein Leben halb so schön. Wenn ich dich nicht hätte, müsste ich gar die Suche gehen. Und die Dame, um das Glück zu finden, das ich kann bei dir. Doch ich muss nicht suchen, denn du bist ja hier. Du bist Engel und bist Clown, und ich kann dir blind vertrauen. Du bist bei mir, wenn mir mal zum Weinen ist. Immer heiter wie ein Kind, doch wie launisch wie der Wind. Und was immer du auch tust, eins ist gewiss. Wenn ich dich nicht hätte, wär ich nur die Hälfte mehr. Denn mit dir hat das Alleinsein endlich aufgehört. Und dann müsste ich ganz schnell. Und Steig Nummer 9, wenn ich dich nicht hätte. Start Nummer 9, aber zweiter Platz. Er kann wiederkommen. Dann reißt er wieder ein, fliegt wieder ein von Prag nach Berlin. Karel Gott! Und die Als wir Kinder waren, sind wir oft gefahren, oben auf dem Wagen mit dem Heu. Und bei uns war immer Babitschka, herrliche Geschichten konnte sie berichten, und für uns war's immer wieder neu. Alle Kinder liebten Babitschka, singen, kochen, tanzen, lachen, glücklich machen, das war Babitschka. Erstellen, verstellen und erzählen, das war Babitschka. Sie hat uns getröstet in der Nacht und gut ins Bett gebracht. Wir liebten sie und spielten gern mit unserer Babitschka. Wenn wir sie besuchten, roch es schon nach Kuchen, wir probierten heimlich herbei. Und dann wurde uns so schlecht davon. Singen, kochen, tanzen, lachen, glücklich machen, das war Babitschka. Herstellen, verstellen und erzählen, das war Babitschka. Sie hat uns getröstet in der Nacht und gut ins Bett gebracht. Wir liebten sie und spielten gern mit unserer Babitschka. Ich seh's noch wie heute,
hör die Glocken läuten in der kleinen Kirche gleich beim Haus. Alle weinten wir um Babitschka. Sie hat für ein Leben nie klein beigegeben, einer nur war stärker noch als sie. Und der holte unsere Babitschka. Singen, kochen, tanzen, lachen, glücklich machen, das war Babitschka. Eine schnelle Nette schälen und erzählen, das war Babitschka. Sie hat uns getröstet in der Nacht. Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend. Dankeschön. Herzlichen Dank. Ich danke Ihnen. Dankeschön. Guten Abend noch zu Hause. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schönen Dank, Mary Riel, für die nette Ansage. Wir begrüßen Sie. Und wenn man das hört, dann kann man nur sagen, Kinder, wie die Zeit vergeht, zur 110. Sendung der Hitparade aus Berlin. Die 10. neue Form, die Verkaufshitparade. Wir hoffen, meine Damen und Herren, es macht Ihnen Spaß. Wir haben heute 11 Interpreten. 11 aus 20 Titeln aus der Verkaufshitparade. Wir haben 11 aus einem ganz einfachen Grunde. Gestern war noch nicht genau klar, wird es mit dem Wetter besser, wird es schlechter werden? Ist der Nebel noch da? Ein Interpret musste heute Nachmittag um 14 Uhr noch in Holland sein, in Amsterdam sein. Kommt er rechtzeitig an? Ja oder nein? Wir haben gesagt, wir nehmen lieber 11, statt hinterher Ihnen nur 9 zu präsentieren. Es sind aber alle Interpreten da, also wir haben 20 Titel, 11 präsentieren. Es geht bereits jetzt am Anfang los und immer einer hinter der Kamera schon sagt, schneller, schneller, schneller. Ich möchte einmal auch langsam guten Abend sagen. So, wir beginnen. Die nächsten Interpreten aus der goldenen Stadt Prag kommt Karel Gott mit dem Titel Das Mädchen aus Athen. Sie wohnt mit ihrer Familie im Hinterhaus. Manchmal am Abend geht sie in die Stadt hinaus. Fremde Welt, grelles Licht. Zeichnen Angst in ihr Gesicht. Aber da hört sie von fern, wie Musik erklingt. Da gibt es Freunde, man lacht und man tanzt und singt. Wie im Traum tritt sie ein. Hier ist sie nicht mehr allein. Das Mädchen aus Athen hört und versteht in der Welt überall die Sprache der Musik. Und wenn sie tanzt, findet sie jedes Mal ein kleines bisschen Glück. Das Mädchen aus Athen will gar nicht wieder nach Hause gehen. Tanze mit ihr und sie wird sich bestimmt mit dir verstehen. Das Mädchen aus Athen. Sitzt sie am Tisch und es spricht sie mal eine an. Wird sie verlegen, weil sie nicht gut reden kann? Fragst du, wo kommst du her? Lächelt sie, ich weiß nicht mehr. Das Mädchen aus Athen hört und versteht in der Welt überall die Sprache. Und wenn sie tanzt, findet sie jedes Mal ein.
ein kleines bisschen Glück. Das Mädchen aus Athen will gar nicht wieder nach Hause gehen. Tanze mit ihr und sie wird sich bestimmt mit dir verstehen. Das Mädchen aus Athen. Das Mädchen aus Athen. Das war Karel Gott auf dem 18. Platz und das von 21, also plus 3 für Karel Gott. Zu Hause zu ihrer 71. Ausgabe der deutschen Hitparade. Guten Abend, meine Damen und Herren. Und nicht nur Ihnen zu Hause guten Abend, sondern genauso herzlich willkommen Ihnen allen im Studio 3 der Berliner Union Film. Meine Damen und Herren, Hitparade, eigentlich eine Bundesliga der Schlager. Und wenn wir an dieser Stelle, in dieser Stadt sagen, dass Hertha BSC VfL Bochum mit 4 zu 2 schlug, dann wissen Sie, dass Hertha BSC Vizemeister ist, Vizemeister der Bundesliga, nachdem auch Eintracht Frankfurt verlor, aber darüber mehr heute Abend in unserem aktuellen Sportstudio, selbstverständlich wie immer im ZDF. Meine Damen und Herren, wir kommen zur Tabelle Ihrer Spitzenreiter im Schlager. Wir beginnen mit der Startnummer 1. Auch hier. Und weiter, meine Damen und Herren, mit dem nächsten Interpreten. Und ich bin sicher, Ihre Ohren werden sich freuen und Ihre Augen auch. Sie sehen jetzt die goldene Stimme aus Prag. Er kam von 4 auf den 2. Platz mit dem Titel Rosa Rosa. Das ist Karel Gott. Oh, Rosa Rosa. Rosa Rosa, weißt du noch, in der Schule fing es an. Es war so schön, dass ich mich noch gut daran erinnern kann. An einem warmen Sommertag, da hatten wir schon früher Schluss. Am Weg nach Haus geschah es dann, da gab ich dir den ersten Kuss. Ja, 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 Rosa, 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 du bist mein Ideal. Ich finde deine Liebe ganz einfach kolossal. Oh, Rosa, Rosa, du bist mein Ideal. Dein Herz ist weich wie Wachs, eine Kerze aus Sterin. Wenn erst das Licht der Liebe brennt, schmilzt es hoffnungslos dahin. Da schmiegst du dich an meine Brust und alles ist so wunderschön. Und machst verträumt die Augen zu, um mit mir das Glück zu sehen. Ja, 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 Rosa, 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 du bist mein Ideal. Ich finde deine Liebe ganz einfach kolossal. Oh, Rosa, Rosa, du bist mein Ideal. Nun bist du 30 Jahre alt und wiegst 160 Pfund. Deine Figur ist heute schon stellenweise kugelrund. Das ist mir alles so egal, denn ich kenn jedes Pfund von dir. Dein Herz wiegt mehr als die Figur und das gehört alleine mir. Ja, 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 Rosa, 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 du bist mein Ideal. Ich finde deine Liebe ganz einfach kolossal. Oh, Rosa, Rosa, du bist mein Ideal. Das war
war der zweite Platz. Das war Karel Gott und die gute Rosa. Rosa, Karel, vergiss deine Blumen nicht. Alle die, die du da gerade erhalten hast. Karel, kommst du ein bisschen hier runter zu mir? Sag mal eine Frage, Karel. Heute haben wir die 71. Sendung. Weißt du denn, wann du zum ersten Mal bei uns in Berlin warst? Ja, das war Herbst 68. Nein, 69. 69 ja. Ist richtig, aber es war Januar 69, ganz genau am 18. Januar 69. Was hattest du denn damals an? Was trugst du damals? Es geht weiter mit einem Titel, den Sie ganz, ganz sicher kennen. Der Film lief, man könnte fast sagen, jahrelang. Ein Titel, Dr. Zhivago, Lara Theme, auf dem deutschen Markt bekannt durch Karel Gott, unser sympathischer Freund aus der Tschechoslowakei, mit dem Titel, weißt du, wohin die Sternnummer 6, Karel Gott. Weißt du, wohin die Träume alle fliehen, an dir vorüberziehen. Weißt du, wohin mein Herz auf Reisen geht, wenn immerzu es sich nach Liebe sehnt, zu dir, denn da nur will ich sein. Aber ich bin allein. Rot wie der Mond war dein Mund, rein wie der Schnee war dein Blick. Rauschende Wälder, wehende Felder, bringt mir mein Glück einmal zurück. Schöne Fliege, sagte er gerade eben noch. Große ein Ohren. Schöner Titel. Was? Große Ohren. Ja. Haare ein bisschen kürzer. Karel, danke. Alles Gute. Das, meine Damen und Herren, war damals unsere allererste Hitparade am 18. Januar 69. Karel, ich hoffe, du lässt nicht wieder so lange auf dich warten. Auf Wiedersehen. Alles Gute. Das, meine Damen und Herren, war der zweite Platz. Eine kleine Reminiszenz an vergangene Hitparaden. Weiter. Diese Ausgabe von 0 auf den dritten Start Nummer 2. Nicht wiederkommen wird Rosa Rosa und Karel Gott. Ja, 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 Rosa 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 Rosa. Ebenfalls nicht wiederkommen wird. 19:30 Uhr, lieber Helmut. Temperatur zurzeit am Anfang vor runden 2,5 Minuten gemessen. Hier im Studio 1 der Berliner Unionfilm ganz genau 32 Grad. Aber ich bin sicher, im Laufe der Sendung wird das Thermometer nach oben gehen. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Studio. Willkommen auch zu Hause zur Ausgabe 156 Ihrer Hitparade im ZDF. Sie erinnern sich an unsere letzte Sendung. Da spielte Ted nicht mit, obgleich die Temperaturen nicht so hoch waren wie heute. Ted fiel aus und wir haben die Ted-Mitspieler gebeten, uns zu schreiben, was denn auf 3, auf 2 und auf 1 liegen sollte. Und wir bedanken uns ganz herzlich, bis auf 17 Teilnehmer der TED-Mitspieler ist alles zurückgekommen, wir konnten auswerten. Aber Sie erinnern sich, wir hatten auch bei dieser Sendung eine Adresse eingeblendet. Ganz einfach ZDF und so weiter, 65 Mainz 500. Und nun glaubten einige, jetzt machen wir was ganz Kluges. Wir schreiben ganz einfach. Wir schreiben den wir haben wollen. Das geht natürlich nicht. Wir haben daraufhin aber uns den Spaß gemacht und haben einmal die TED-Mitspieler, die offiziellen, ausgezählt und haben auch die, die so einfach geschrieben haben, ausgewertet. Und siehe da, es entstand etwas, was wirklich beweist, dass unsere TED-Mitspieler repräsentativ ausgesucht worden sind. Denn diese beiden Zahlen von den Schwarzschreibern, um das mal so zu nennen, und von den TED-Mitspielern, das stimmte fast genau überein. 0,0% lag irgendwann 0,1, 0,2% zwischen dem Ergebnis und zwischen dem Ergebnis. So wählten Sie auf den dritten Platz. Das finde ich völlig richtig. Man vergisst so oft die, ohne die eine Sendung gar nicht möglich wäre. Ich bedanke mich rundherum bei allen, die mit der Technik, mit Kamera und mit Licht
zu tun haben. Weiter, meine Damen und Herren, ich wundere mich immer wieder, dass bei über 150 Sendungen, die 156. ist es heute, Komponisten noch immer wieder neue Melodien finden. Die nächste Melodie, wir haben mindestens 1000 präsentiert, ist eine Melodie, die, glaube ich, aus dem üblichen Rahmen wieder rausfällt. Gesungen von Karel Gott, auch diese Melodie kennen Sie bereits, der Titel wäre mit der Endziffer 2. Kalt ist das Licht in der Stadt und ich frier. Lang ist der Weg, den ich geh hin zu dir. Hier ist die Stadt, dort das Glück und mein Leben. Der Wind und die Luft roch nach Heu und jeder Tag war mit dir jung und neu. Du, ich war dumm, als ich ging, heute bin ich. Das war Karel Gott. Die goldene Stimme, man muss es nicht mehr dazu sagen. Sie alle kennen den neuesten Titel Vera, Endziffer Nummer 2. Endziffer 2, der Titel Vera, Interpret Karel Gott. Vera, Karel Gott. Hier ist ZDF Berlin. 19 Uhr und 31 Minuten auf die Sekunde genau. Herzlich willkommen im Studio 1 der Berliner Union Film. Guten Abend, meine Damen und Herren. Dankeschön. Herzlichen Dank. Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen nicht nur hier in Berlin, herzlich willkommen auch zu Hause zur 129. Ausgabe der Hitparade. Wir haben 7 Neuvorstellungen, 3 Spitzenreiter. Wer die 3 sind, sagen wir Ihnen natürlich nicht. Die ersten 7, sage ich Ihnen ganz sicher, die um die Plätze kämpfen. Wer steigt auf, wer steigt ab? Das ist die große Frage, nicht nur bei uns, sondern ganz sicher auch in der Bundesliga. Ich begrüße die Stars von Hertha BSC Berlin. Ich sage Ihnen, wer heute Abend bei uns dabei ist. Die Mannschaftsaufstellung der Neuvorstellungen. Katja Epstein. Karel Gott, Susanne Klee, Mike Krüger, Volker Lechtenbrink, Andreas Martin und Mary Roos. Das sind 7, dazu kommen die ersten 3, also die Zahl 10.
Wir kommen zur Startnummer 2. Und man kann eigentlich nur sagen, eine Hitparade ist eine weite Reise wert, wenn Sie die Reise hören. Buchara, Taschkent, Moskau, Bratislava, Prag, Berlin. Pünktlich eingetroffen. Eine Liebe ist viele Tränen wert. Die Startnummer 2, Karel Gott. Ich war fast noch kein Kind, mir gehörte die Welt. Und ich hab dem Wind mein Geheimnis erzählt. Von dem Mädchen, das nur einen Sommer lang blieb, das mir Liebe versprach und dann nie wieder schrie. Und ich habe geweint in den Stunden der Nacht, doch nur ganz insgeheim, denn ich hab mir gedacht, so ein Junge, der weint, der wird niemals ein Mann. Und ich hab mich geschämt, doch Mama hat gesagt, eine Liebe ist viele Tränen wert, und verlieren das Welt nun einmal schwer. Wenn du traurig bist, brauchst du dich der Tränen nicht zu schämen. Eine Liebe ist viele Tränen wert, ohne Hoffnung wird dieses Leben leer. Gib deine Träume niemals her. Was hat Mama gedacht, als sie mich dann verlor? Denn ich zog in die Stadt, sie stand traurig am Tor. Ich war so lang ihr Kind, jetzt stand sie dort allein. Sie hat Lächeln gewinkt, doch ich wusste, sie weint. Wie viel Liebe sie gab, wie viel Schmerz sie ertrug. Und ein Lachen von mir, das war ihr schon genug. Ich hab sie oft gekränkt, doch sie hat mir dafür ihre Wärme geschenkt. Und sie sagte zu mir, eine Liebe ist viele Tränen wert, ohne Hoffnung wird dieses Leben leer. Gib deine Träume niemals her. Eine Liebe ist viele Tränen wert, und verlieren das Geld nur einmal schwer. Wenn du traurig bist, brauchst du dich der Tränen nicht zu schämen. Eine Liebe ist viele Tränen wert, ohne Hoffnung wird dieses Leben leer. Gib deine Träume, Träume niemals. Karel Gott und eine Liebe ist viele Tränen wert. Das war der zweite. Die Startnummer 2. Eine Liebe ist viele Tränen wert. Karel Gott, Startnummer 2. Samstag, 8. Mai, 19 Uhr, 30 Minuten und ganz genau 51 Sekunden. Guten Abend, meine Damen und Herren zu Hause. Guten Abend und herzlich willkommen zum 81. Mal in Berlin zu Ihrer deutschen Hitparade. 81 Mal zittern derjenigen, die neu vorgestellt werden. Schaffen Sie es oder schaffen Sie es nicht, hineinzukommen ins Viererfeld. Und Freude derjenigen, die viermal dabei waren, die heute Abend zum dritten Mal dabei sind, nämlich in der Spitzengruppe unter den ersten Vieren. Das, meine Damen und Herren, meinte ich. Herzlich willkommen zu Hause. Höchste Temperaturen im Studio, bei Ihnen zu Hause sicherlich auch. Sie haben nur einen Vorteil, Sie können das Fenster aufmachen. Hier im Studio, meine Damen und Herren, können wir kein Fenster aufmachen, aber wir öffnen das Fenster des deutschen Schlagers. Ich werde den nächsten Interpreten hier begrüßen. Aktuell, wie das Sportstudio ist und international, genauso sind wir es in Berlin. Hier ist aus der goldenen Stadt Prag Karel Gott, wie der Teufel es will. Doch kann ich schön sein, doch wär ich so, wie ich es einmal kenn. Er merkt, wenn dich der Teufel reitet, bist du erst in deinem Element.
mit anderen Freunden aus und rufst um wie bei mir zu Hause an. Du weißt, dass ich vor Eifersucht den Rest der Nacht nicht weiter schlafen kann. Ah, wie der Teufel es will, ich bin so verliebt, Maria Magdalena. Ich hab niemals geglaubt, dass es so was gibt, Maria Magdalena. Wie der Teufel es will, du bist ganz mein Kind, Maria Magdalena. Alles an dir, einfach alles an dir, passt so gut zu mir. Die Launen, die du hast, die hat ansonsten nur ein wirklich großer Star. Was du von mir am Abend willst, ist morgens noch ganz unberechenbar. Und weil du so ganz anders bist als alle anderen Mädchen auf der Welt, hab ich mich notgedrungen mittlerweile auf den Zufall eingestellt. Wie der Teufel es will, ich bin so verliebt, Maria Magdalena. Ich hab niemals geglaubt, dass es sowas gibt, Maria Magdalena. Wie der Teufel es will, du bist ganz mein Typ, Maria Magdalena. Alles an dir, einfach alles an dir, passt so gut zu mir. Mit dem Titel wie der Teufel es will. Wenn Sie, meine Damen und Herren, wollen, dass unsere Sportler bei der nächsten Olympiade genauso bejubelt werden wie hier Karel Gott, dann sollten Sie vielleicht zu einer Briefmarke greifen, wenn Sie eine Postkarte nach Berlin schreiben, die zum Beispiel so aussieht. Das sind die Sondermarken für die Olympiade in Montreal 1976. Sie helfen eigentlich mit diesen Marken im Endeffekt siegen. Olympiasondermarke hilft siegen. Wir hoffen, dass Sie siegen. Hilft, meine Damen und Herren, für den deutschen Sport sollte man das tun. Und ich möchte Ihnen sagen, wenn Sie eine Postkarte schreiben, wenn Sie mitspielen möchten bei unserer Sendung, dann merken Sie sich bitte unsere Adresse. ZDF 65 Mainz 500, Kennwort Hitparade. Und vielleicht denken Sie dann an diese Briefmarken, die wir gerade eben gezeigt haben. Ganz genau am 5. Juni nicht wiedersehen können Sie Karel Gott, der war dreimal dabei mit diesem Titel. Wie der Teufel es will, und die ein Blick zur Uhr sagt uns 19 Uhr 31 Minuten und 17 Sekunden. Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank. Herzlich willkommen zur 137. Ausgabe der Hitparade im ZDF. Wie immer aus dem Studio 1 der Berliner Union Film. Und da wir uns und hier im Studio ebenfalls zum ersten Mal in diesem Jahr sehen, Ihnen allen noch ein gutes neues Jahr. Bleiben Sie gesund und munter. Und ich hoffe, dass wir uns noch recht oft in dieser Sendung sehen. Wir beginnen, meine Damen und Herren, wie immer mit der alphabetischen Reihenfolge derer, die neu vorgestellt sind. Auf den zweiten Tabellenrang. Echt Tabellenrang, das klingt nach Sport. Und im Sport gibt es ja auch die ersten drei Plätze, die dann belohnt werden mit Bronze, mit Silber und mit Gold. Und wenn man das hier so machen will, wir haben ja auch eine goldene Drei, wenn jemand dreimal dabei war. Und der bekommt heute Abend auch die goldene Drei. Eigentlich am Anfang heute ganz vorne zweimal Gold. Einmal die goldene Stimme aus Prag und Gold für eins. Wenn ich dich nicht hätte, Karel Gott, die neue Nummer eins. Guten Morgen, Sonnenschein, dieser Tag wird herrlich sein. So wie jeder Tag, an dem du bei mir bist. Du baust uns ein warmes Nest, wo es sich gut leben lässt, weil die Freude hier bei dir zu Hause ist.
Wenn ich dich nicht hätte, wär mein Leben halb so schön. Wenn ich dich nicht hätte, müsste ich kaum die Sünde gehen. Um die Wärme, um das Glück zu finden, das ich fand bei dir. Doch ich muss nicht suchen, denn du bist ja hier. Du bist Engel und bist Frau, und ich kann dir blind vertrauen. Du bist bei mir, wenn mir mal zu weinen ist. Immer heiter wie ein Kind und nie launisch wie der Wind. Und was immer du auch tust, eins ist gewiss. Wenn ich dich nicht hätte, wär ich nur die Erde wär. Denn mit dir hat das Alleinsein endlich aufgehört. Und man müsste dich ganz schnell erfinden, schon gern. Du bist so richtig, dass ich lebe. Denn dieses Leben macht allein keinen Spaß. Jeder braucht jemand, der ihn mag. Wenn du den einen findest, der zu dir passt, schenk ihm die Liebe jeden Tag. So schön. Wenn ich dich nicht hätte, müsste ich auch die Suche gehen. Um die Wärme und das Glück zu finden, das ich fand bei dir. Doch ich muss dich suchen, denn du bist ja hier. Wenn ich euch nicht hätte, wär ich nur die Hälfte wär. Denn mit dir hat das Alleinsein endlich aufgehört. Und man ist bei dir. Neue Nummer 1 für die goldene Stimme zu vielen goldenen Platten. Noch eine goldene 3. Alles Gute für dich im neuen Jahr. Bleib gesund, bleib munter und beehre uns irgendwann wieder. Neuer Titel ist bereits in Vorbereitung. Ja. Ja, was wird es sein? Ganz leise sagen. Etwas ganz schön lyrisches, romantisches, langsames. Ach, sing mal an. Ja, zum Abwechseln. Sing mal an den Titel. Das darf ich nicht. Darfst du nicht verraten? Wie heißt er denn? Schau. Schau. Da schaust, gell? Da schaust. Ich danke dir, lieber Karel. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, meine Damen und Herren. Dazu müsste ich dann diesen Zettel nehmen und sagen, noch einmal sagen, bitte die Nummer 10 nicht wieder wählen. Das heißt, die Startnummer 10, den ersten Platz. Wir verabschieden uns von Karel Gott. Wenn ich dich nicht hätte, wär mein Leben halb so schön. Alle anderen. Es war ganz genau bei diesem Kuckuck 19.31 Uhr und 19 Sekunden. Guten Abend. Hier ist das ZDF in Berlin. Genau das Studio 1 der Berliner Union Film. Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank, Dankeschön. Guten Abend, meine Damen und Herren zu Hause. Herzlich willkommen zur 144. Ausgabe der Hitparade im ZDF. Kommen wir zum dritten Platz, zur Startnummer 8. Von 0 auf den dritten. Karel Gott. Du bist ganz anders als alle die anderen, die ich einmal kannte vor dir. Denn du verstehst mich auch ohne viel Worte, ich weiß, dass ich dich nie verliere. Wenn es mir gut geht, wird's mit dir noch schöner, so schön wie es früher nie war. Und wenn ich traurig bin, muss ich nichts sagen, dann bist du mir unendlich nah. Du bist da für mich und schenkst mir deine Zärtlichkeit. Du bist da für mich am Tag und in der Dunkelheit.
singen wollte, und das, was du sagst, ist auch wahr. Ich weiß genau, du verzeihst mir auch Fehler, die Liebe ist nie in Gefahr. Manchmal gehst du, weil ich dich enttäuscht hab, und doch, du gehst niemals zu weit. Und wenn's drauf ankommt, zusammen zu kämpfen, dann bist du zu allem bereit. Du bist da für mich und schenkst mir deine Zärtlichkeit. Du bist da für mich am Tag und in der Dunkelheit. Du bist da für mich und nimmst mir meine Traurigkeit. Du bist da für mich und hörst zu mir für alle Zeit. Manchmal erwach ich aus schrecklichen Träumen und spüre, mein Herz schlägt ganz laut. In diesen Stunden brauch ich deine Liebe, damit ich den Träumen nicht glaub. Denn du bist da für mich und schenkst mir deine Zärtlichkeit. Du bist da für mich am Tag und in der Dunkelheit. Du bist da für mich und nimmst mir meine Traurigkeit. Du bist da für mich und hörst zu mir für alle Zeit. Du bist da. Er war da. Das war ein B. Das war ein B, ein hohes B. Wir haben zwar wenig Zeit, aber es haben mich so viele gefragt, schafft der Karel auch das C? Ich habe jetzt extra etwas hier, das ist auf C eingestellt. Mach doch mal. Mach doch mal. Das C. Lampenfieber. Das ist. Ja. Tatsächlich, den Ton kriege ich nur beim Zahnarzt zustande. Ich danke dir schön, Karel. Und ebenfalls Karel könnte wiederkommen mit Du bist da für mich, Stall Nummer 8. Du bist da für mich und schenkst mir deine Zeit. Jetzt kommt die